Ob auf Schusters Rappen oder auf zwei Rädern, rund um den wilden Kaiser warten abwechslungsreiche Ausflugsmöglichkeiten. Mal sportlich anspruchsvoll, mal mit erfrischenden Einlagen oder auch ganz kommod, wenn man lieber Aussichten anstelle von Höhenmetern genießen will. Hier kann man auf ganz entspannte Art etwas für seine Gesundheit tun. Der Inntal-Radweg ist perfekt dafür. Ganz bequem dem Flusslauf folgen, ganz ohne Autoverkehr, dabei die herrliche Umgebung genießen. Bei uns kann man sich die Berge auch von unten anschauen und sich dabei wohlfühlen. Wem das Rad zu schnell und das Gehen zu langsam ist, der kann hier herrlich Nordic walken. 335 Kilometer für Läufer und Nordic Walker hat das Ferienland zu bieten. Das reicht für mehr als nur einen Urlaub. Ideal für Einsteiger wie auch durchtrainierte Experten. Schließlich haben wir nicht nur steile Berge, sondern auch wunderbare Talwege, wenn es nicht ganz so anstrengend sein soll. Zeit für einen Abschlag. Golf kann man natürlich fast überall spielen, aber wann hat man schon eine solche Kulisse mit dem majestätischen Kaisergebirge im Hintergrund? Da ist es fast schon egal, wie groß oder klein das Handicap ist. Andere fahren lieber zum Flugplatz Langkampfen und schauen sich das Ferienland von oben an. Keine schlechte Idee. Einmal den stolzen Gipfeln des wilden Kaisers ganz nah sein. Auf dem Rücken der Pferde, na, Sie wissen schon, Reiter finden hier herrliche Möglichkeiten. Die Landschaft mit Wiesen und Wäldern bietet viel Abwechslung. Außerdem hat das Reiten hier eine ganz besondere Bedeutung. Der Fohlenhof in Ebbs, das weltberühmte Haflinger Gestüt, ist ein Paradies für Pferdeliebhaber. Naja, exotische Tiere können wir auch bieten. Nicht gerade in freier Wildbahn, aber dafür im Raritätenzoo Ebbs.